Wir sind im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2021. Ganz genau, und wir sind doppelt im Halbfinale, denn die beiden beliebtesten Urlaubsländer von uns Deutschen spielen um den Einzug ins große Finale. Ja, da weiß man gar nicht, wo man lieber hinfährt. Ich muss sagen, Italien an sich, Vorteile im Essen, Spanien Vorteile vielleicht beim Trinken, ich weiß es nicht. Sangria ist auf jeden Fall preiswert und gut, wenn man Originalen trinkt. Bei Italien stört mich immer so ein bisschen, wenn du in der Ferienzeit runterfährst, also in der Schulferienzeit, dann ist es genauso teuer, wie wenn es irgendwo anders nach Griechenland, Spanien, Las Vegas all-inclusive fliegst. Also die High Season dort ist halt schon sehr teuer, obwohl du mit dem Auto hindüst. Und wenn ich nach Italien fahre, muss ich sagen, dann nur nach Sardinien oder ganz in den Süden, weil irgendwie da oben die ganzen Bagnos, diese Strandbäder, also das ist, dieser Massentourismus gefällt mir gar nicht. Da habe ich lieber so ein bisschen Platz am Strand, und da ist Spanien auch nicht zu verachten, so im Süden. Aber gut, so viel die Reisetipps, falls jemals wieder Urlaub möglich sein sollte. Ich würde Griechenland ins Auge fassen für den Sommer, wenn das geht. Aber jetzt geht es hier um dieses super Halbfinale, also eigentlich ein Finale ist. Beide Mannschaften haben im Laufe des Turniers sich toll präsentiert, haben auch in kniffligen Momenten die Ruhe bewahrt, haben sich dann durchgesetzt. Auch die Spanier im Elfmeterschießen gegen nervenschwache Schweizer, und die Italiener auf der anderen Seite fast schon erwartungsgemäß dann im Viertelfinale. Wir schauen uns einfach nochmal die Spiele alle an, die hier zu diesem Halbfinale geführt haben. Und die Italiener haben halt alle Spiele gewonnen. Ja, das ist einzigartig. Sie sind das einzige Team von den letzten Verbliebenen, die alle Spiele bisher gewonnen haben. Und sie hatten ja im Achtelfinale schon das erste namhafte Finale sozusagen. Jetzt geht es gegen Österreich und im Viertelfinale gegen Belgien. Und jetzt geht es im Halbfinale halt weiter gegen Spanien. Und das ist auch die nächste kuriose Geschichte zwischen diesen beiden Teams. Denn die waren 2008 in der Europameisterschaft, haben sie gegeneinander in der K.O.-Phase gespielt. 2012 im Finale sogar. Und 2016 haben sich auch schon in der K.O.-Phase in der Europameisterschaft getroffen. Da hat sich Italien durchgesetzt. Also das ist schon eine kuriose Sache. Und wenn du auch was tippen könntest, vielleicht für die nächsten 4 bis 12 Jahre, dann kannst du darauf setzen, dass Italien und Spanien so weit in der K.O.-Phase kommen, bis sie aufeinandertreffen. Mhm. Aber jetzt wirklich zu diesem Spiel. Ich persönlich, um meine erste Grobeinschätzung einzugeben, finde Italien deutlich besser. Spanien hat mich trotz seiner Tore gegen die Slowakei, gegen Kroatien, letztendlich in der Verlängerung und auch gegen die Schweiz nicht so überzeugt, wohingegen Italien mir bisher vom ersten Auftritt bis zum letzten gefallen hat. Das einzige Aber und der Wermutstropfen ist, aus meiner Sicht hätte das Tor gegen Belgien mit Immobile, der für mich aktives Abseits gespielt hat, es hätte nicht zählen dürfen. Das war eine Verarschung. Aber trotzdem muss ich sagen, bisher Italien von der ersten Minute bis zur letzten mit ihrer ewig ungeschlagenen Serie für mich in diesem Spiel der 60-40-Favorit. Ja, da sprichst du ein wahres Wort an, sehe ich ähnlich, weil wir auch sehen müssen, dass die Kroaten und die Schweiz eigentlich Spanien schon auch sehr gefordert haben und vielleicht sogar an den Rand einer Niederlage gebracht haben, während Italien eigentlich in keinem Spiel so richtig gefährdet war, gegen Österreich auch nicht, da haben sie es dann in der Nachspiel- oder in der Verlängerung eben gemacht. Und den Immobile, ja, das Tor, das du angesprochen hast, ja, der lag halt da am Boden, und im Endeffekt ist das Tor gegeben worden und war auch gut so, dass wir diese Wette dann auf Italien gegen Belgien direkt gewonnen haben nach regulärer Spielzeit. Und allgemein bei dieser Europameisterschaft sehr gut bisher abgeräumt haben. Wir machen da natürlich noch einen Rückblick, aber aktuell sind wir bei so 6,5 Einheiten im Plus. Wenn man das so vergleicht mit anderen YouTube-Kanälen, haben wir gestern mal einen so durchgerechnet, die haben irgendwie so das Gleiche in Minus und teilweise halt, ja,
sehr abstruse Prognosen. Bei diesem Spiel wäre mein erster Gedanke eigentlich gewesen, ein Unentschieden. Aber ich teile eigentlich die Meinung, dass eigentlich Italien hier die stärkere Mannschaft ist. Und dann müsste man halt auch drauf setzen. Die Frage ist halt wirklich, ja, wird schwierig, glaube ich. Ist bisher auch der beste Gegner der Italiener vielleicht, denn die Belgier haben mir irgendwie gar nicht mehr so gut gefallen dann und es war ein cooles Spiel, aber ja, schwierig. Außerdem könnten die Spanier natürlich auch viel Kraft gelassen haben mit ihren beiden Verlängerungen, also mein erster Tipp wäre eigentlich unentschieden, auf einen Italien-Sieg zu wetten, traue ich mich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde auch, wäre nicht überrascht, wenn die nach 90 Minuten gewinnen würden, weil du ja auch gesagt hast, Italien wird Europameister. Ich denke, derjenige, der dieses Spiel nicht gewinnt, sondern wer weiterkommt ins Finale, der wird auch Europameister, weil im anderen Halbfinale zwischen Dänemark und England der leichtere Turnierbaum vielleicht war und die Engländer bis auf das Spiel gegen die Ukraine jetzt auch nicht wirklich überzeugt haben. Und ja, wie stark ist die Ukraine einzuschätzen im Vergleich jetzt zu Belgien oder zu Teams, die Spanien und Italien rausgeworfen haben, das wage ich jetzt auch jetzt nicht zu beurteilen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich wetten würde, dann auf Unentschieden, weil diese 3,25 einigermaßen gut ist mit einer Dritteleinheit. Das mache ich auch mit einer Dritteleinheit, aber könnte natürlich auch ein Italien-Sieg werden und dann wären wir vielleicht bei den Asian Handicaps auch noch interessant, oder? Genau, Asian Handicaps und wer kommt weiter, ist ja komischerweise so ein bisschen die gleiche Quote in den letzten Spielen gewesen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber das pendelt sich auch wieder da ein bei einer 1,7, 1,8 Asian Handicap auf Italien mit 0 halt, draw no bet auf gut Denglisch. Die minus 0,25, mit denen sind wir in der Vorrunde gegen Belgien schon ganz gut gefahren. Da haben wir auch diese Wette platziert, die finde ich auch in diesem Fall ganz gut. Aber das Unentschieden ist natürlich schon sehr gut möglich und viel wird auch wieder hier von der Ausrichtung beider Teams abhängen. Die kennen sich gut, ich glaube, das kann man sagen, da wird es kaum Überraschungen geben. Ich finde auch so eine klassische Wette, die man bei beiden Spielen eingehen könnte im Halbfinale, ist zur Halbzeit stets unentschieden, weil vielleicht keiner ins offene Messer laufen wird, hat halt nur eine Zweierquote. Das heißt, da ja, muss man mal schauen, was passiert. Over-Under bei den Toren würde ich in diesem Spiel auf keinen Fall gehen, denn eigentlich müssten hier easy zwei Tore fallen, also ein 1-1 mindestens. Auf der anderen Seite haben aber auch schon beide gezeigt, dass sie sehr, sehr gut in der Verteidigung sind. Also das ist eine schwierige Geschichte. Und was siehst du hier noch? Ja, keine Übertore zumindest. Genau. Untertore hat eine schlechte Quote, deswegen auch keine Option. Ja. Dieses X zur Halbzeit, ja, das ist eine sehr, sehr interessante Wette, auch mit einer 2,04. Gefällt mir fast sogar besser als das Unentschieden nach 90 Minuten, weil man hier schon nach 45 Minuten Feierabend hat und ausschalten kann und dann sich über den Gewinn freuen kann, wenn es unentschieden steht. Auf der anderen Seite, ja, die Italiener, die haben ja wirklich beeindruckt mit ihrem Offensivfußball und die spielen nach vorne und die Spanier setzen auf Ballbesitz und dann will eigentlich jeder den Ball haben und dann wird es vielleicht so ein ähnliches Spiel wie zwischen Italien und Belgien. Wobei, ja, die Italiener, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, schon stärker einzuschätzen, deswegen, schwer, aber ich denke, ich bleibe bei meinem X nach 90 Minuten. Dann haben wir hier ein Spiel, das auch eine Verlängerung verdient hätte eigentlich. Und ja, dann möge der Bessere gewinnen. Und was denkst du, wer der Bessere in diesem Spiel ist? Würde mich nicht wundern, bei einem leichten Italiener-Überschuss in unseren Kommentaren, dass Italien bevorzugt wird. Wäre aber auch keine Überraschung angesichts des bisher wirklich tollen Turniers der Italiener. Also ich sage persönlich auch 2-1 nach Verlängerung für Italien.
Würde auch ein bisschen dein X nach 90 Minuten befeuern, aber ist jetzt nicht so, was mir bei dem Spiel gefällt. Als Wette, als Tipp schon. Und man muss ja auch sagen, bei uns in München hier, ich habe zwei italienische Arbeitskollegen, die haben ja gezeigt, in Erding, in München, Leopoldstraße, die Italiener feiern sich da schon selbst. Und allein für die Innenstädte und für die ganzen Autos wäre es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn Italien weiterkommt. Und wie gesagt, über den gesamten Turnierverlauf, da haben sie es sich auch echt verdient, Stand heute. München ist ja auch die nördlichste Stadt Italiens, sagt man oft. Und von daher, auf geht's. Aber ich mag beide Länder, also auf geht's. Habt ihr ein gutes Spiel, geht's raus und spielt's Fußball. Und wir sehen uns dann beim zweiten Halbfinale. England gegen Dänemark.